Bei uns hat das bislang noch nicht unter Beweis stellen können. Und jetzt, in dieser 91, mittlerweile 92. Minute, wäre es der ideale Zeitpunkt, dann doch mal zu zeigen, dass er jemand ist, der einen Elfmeter halten kann. Kolja Pusch hat sich den Ball hingelegt, schießt und ja! Hält! Kolke hält den Ball! Da ist die Krake! So ist es! Meine Güte, was haben wir denn heute alles vorausgesagt? Alles gefühlt. Kannst du jetzt bitte mal sagen, dass wir 1-0 gewinnen? Wir gewinnen 1-0, Olli. Wir gewinnen 1-0, während du hier noch das halbe Büro irgendwie auseinander nimmst und die Kollegen sich auch nur noch über den Kopf fassen. Halb hochgeschossen von Kolja Pusch, vom Torhüter ausgesehen, auf der linken Seite, eigentlich mittig. Und er ist eigentlich nach links gesprungen, aber er hat ihn mit den Füßen gehalten. Und so wie er sich freut, hat er genau wie ich diese Situation im Kopf gehabt. Meine Güte, ich habe schon so viele Elfmeter gehalten, nur für Hansa noch keinen. Ja. Und jetzt ist es endlich passiert.